An diesem See in Kanada lebten einst Inuit, bis sie 1930 spurlos verschwanden. Ein Pelzhändler kam 1930 vorbei und wollte wie immer bei ihnen übernachten, aber die Menschen waren weg. Merkwürdigerweise fand er in den leeren Zelten Handarbeitsarbeiten, in denen noch die Nadeln saßen. Auch Fische und Fleisch hingen immer noch zum Trocknen an den Ständern. Eines der Gräber war geöffnet und die Schlittenhunde der Inuit lagen verhungert an ihren Ketten. Wo waren die Menschen geblieben? Die kanadische Polizei startete eine Suchaktion. Keiner der ca. 25 Bewohner wurde jemals gefunden.